Heute geht es um die Wurst. Also nicht diese hier, sondern diese hier. Ein Mikrofon mitten im Schlagzeug und diese Wurst erfunden hat niemand geringerer als Moses Schneider, seines Zeichens Produzent, Mix-Engineer und Deutschlands wohl kompetentester und vor allem kreativster Kopf, wenn es um professionell klingende Aufnahmen im Proberaum oder sonst wo außerhalb professioneller Studios geht. Beatsteaks, Seed, An Mai Kante Reit und nicht zuletzt Olli Schulz vertrauen auf Moses und ich habe ihn für dich neulich nicht nur persönlich gefragt, wie er eigentlich auf die Idee mit der Wurst gekommen ist, sondern auch, was genau er denn damit eigentlich im Mix anstellt. Und weil sich Moses nicht nur die Wurst ausgedacht hat, sondern auch Snareo und Droom, ist dieses Video Teil 1 einer dreiteiligen Miniserie über das Genie des Moses Schneider. Jetzt! Präsentiert von Storia Mastering und Noiseworks. Moses, die Wurst ist deine ursprüngliche Kreation, die sich, glaube ich, mittlerweile weltweit vertrieben hat. Irgendwie, kannst du uns mal erklären, was die Idee hinter der Wurst war? Ja, es geht eigentlich immer darum, dass Gitarristen haben so eine Stompbox, also alle haben so eine Stompbox, wo sie rauftreten können, wenn der Refrain kommt und dann ist der Verzerrer an. Das kann der Drummer ja nicht machen. Er kann vielleicht seine Becken anwerfen, aber er kann eigentlich nicht den Zerrer anwerfen. Und ich hatte Anfang der 90er hatte ich so von einer Big Band aus den 50ern gesehen, wie so ein dynamisches Mikrofon vor dem Drum stand. Und dachte, war ein geiler Drum-Sound. Und dann setzte der Schlagzeuger halt zu einem Solo ein oder an. Und damit war der geile Sound kaputt, weil dann eigentlich die Becken so laut waren, dass man von der Bassdrum noch nichts mehr gehört hat. Und dann kam die Idee, man muss eigentlich mit dem Mikrofon einfach nur immer dichter ran, immer weiter dichter ran, bis irgendwann das Mikrofon unter dem Becken ist und immer weiter nach vorne, bis es dann stand oder da, wo es jetzt eben steht. Und da war dann der größte Effekt da, da war endlich der Verzerrer da. Ich habe aber im Laufe der Jahre natürlich dann, man macht sich ja auch schlau, ne? Und dann sieht man so, dass in Amiland gibt es so eine ähnliche Position, die nennt sich halt Dick Mike. Und aber das übersetze ich jetzt mal nicht. Das müssen wir nicht übersetzen, aber die das ist auch die Position ist Tatsache nicht nur, also es ist exakt die gleiche Position. Tatsache guckt das Mikrofon aber woanders hin, nämlich Tatsache auf den sogenannten Dick und da ist nichts, da klingt ja nichts. Also den Dramatik meinst du? Ja, ja, oder wer auch immer diesen Dick dann hat, ne? Also das klingt überhaupt nicht und deswegen, wenn man Tatsache das wie die Wurst betrachtet, nämlich auf die Snare-Drum guckend und mit ein bisschen Kick-Drum und dann kriegt das Ganze auch eine Bedeutung. So ist es Tatsache. So ist es einfach nur, also dieses Dick Mic ist dann wirklich nur so ein Beiwerk, so dass man okay ein bisschen Dreck hinzufügt zu den normalen Spuren. Für mich war ja immer wichtig, dass diese Charakterspur die Hauptspur ist und sich dann die Close-Signale sich quasi diesem Charakter anschließen oder unterordnen. Das war eigentlich immer so der Sinn der Sache. So ist die Wurst entstanden. Das heißt, dass Bassdrum-Mikrofon und Snare-Mikrofon und Overheads dann quasi zur Stütze der Wurst werden? Ja, so ist es eigentlich gedacht, ja. Okay, dann kommen wir mal zur richtigen Positionierung. Du hast ja schon gesagt, bei den Amis zeigt es auf den Dickdarm-Ausgang in die Richtung. Meinetwegen. Und bei dir zeigt die Wurst, sie steht mitten im Schlagzeug, zeigt auf die Snare, aber wo genau wird sie positioniert und wohin zeigt sie? Genau über der Bassdrum, also da, wo auch über der Bassdrum, da, wo die Bassdrum aufhört, sozusagen, und ziemlich dicht an der Snare dran. Kann man das so. Also in der Mitte des Drumkits, so und so, als Sweet Spot, so oder so. Ja. Und ja, genau. So, dass das Mikrofon eben Kickdrum und Snare-Drum aufnehmen kann, da an dieser Position ist. Ich, ja, drüber reden ist es eigentlich, ich glaube, ein Foto zeigen würde dann wahrscheinlich, weil es ist jetzt zu erklären. Ich blende das mal währenddessen ein, weil ich habe tatsächlich Aufnahmen gemacht, wie wir das Schlagzeug aufgebaut haben, wie wir das Mikrofon reingestellt haben. Das heißt aber, die Becken sind quasi mehr oder weniger im Windschatten von diesem Nierenmikrofon. Ist das richtig? Ja, das ist immer das Wichtige. Das ist auch bei den anderen Mikrofontechniken immer das Wichtigste, dass man versucht, die Becken quasi versucht, im Windschatten zu haben, im toten Winkel zu haben. Ja. Das geht natürlich nie, also ganz ehrlich, wenn dann Drummer kommen und ihre lautesten Becken mitbringen, und dann da auch raufschlagen. Und ich kenne es von vielen Trommlern, die selber zwar einen Schutz drin haben, aber dann halt Vollgas geben mit dem Becken und gar nicht richtig hören können, dass eigentlich im Raum kein Bassdrum, keine Snare-Drum mehr zu hören ist, weil die Becken halt alles kaputt machen oder alles überdecken, sage ich mal. Ja. Und deswegen ist es so und so, aber Becken ist der größte Feind.
Und deswegen sind alle Techniken, die ich quasi verwende, haben was mit Becken zu tun, nämlich wie kriege ich die Becken aus dem Weg. Und ich erinnere mich aber, wir haben ja vor ein paar Jahren mal ein Interview bei dir geführt, genau da hinter dir, wo du gesagt hast, aber Blech liebe ich schon im Mix. Also Blech muss ja schon natürlich rein. Also ohne Blech macht's ja auch keinen Sinn, weil Blech ist ja auch das, was ich sag immer, den Schweiß so darstellen soll, ne? Der Drama oder die Dramerin gibt halt Vollgas, dann geht's halt aufs Becken und dann geht die Dusche an und das ist dann quasi das Excitement 100%. Und aber zu duschen kann man auch nicht tanzen, sage ich immer. Also es groovt halt nicht. Es ist einfach nur eine Dusche, die angeht. Ja. Es rauscht. Aber tanzen kann man nicht mehr. Erst wenn die Hi-Hat wieder zurückkommt, dann merkt man wieder, ah, jetzt groovt's wieder. Ja. Und so. Deswegen, man hört auch in Dance-Musik relativ wenig Crashbecken. Das muss man tatsächlich. Nur die Wusches, die Rückwärts-Crashbecken, die hört man ganz viel. Ja, die kommen natürlich immer, Logen. Aber das hat auch, das ist so ein Relikt aus der Testosteron-Rocker-Zeit, glaube ich mal. Die große Geste, der breite Schritt, ne? Und immer schön aufs Blech hauen, ne? Immer schön rufter. Beim breiten Schritt muss ich gerade an Bela B. denken, der ja im Stehen spielt. Ja, auch nicht schlecht. Ja, aber ey, ist der Sache geschuldet. Rockmusik ist die einzige Musik, wo es halt krass mit Becken abgeht und gehört auch dazu. Aber eben, weil es so ein schwieriges Geräusch ist, muss man halt Hölle aufpassen, wie man damit umgeht, mit den Mikrofonen, wo man die hinstellt. Also du würdest ja auch nie im Leben einen Steinraum mit Glas und was weiß ich, eine Punkrock-Band aufnehmen, die halt mit lauten Becken arbeitet, weil dann bleibt halt nichts mehr übrig und so. Das muss man halt alles berücksichtigen. Ja, definitiv. Wenn du dann die Wurst aufgenommen hast, du hast gerade gesagt, die Wurst ist dann quasi das Hauptmikrofon. Wie bearbeitest du die dann und wie schiebst du dann die Stützen dazu? Na, was ich immer mache, ist ich gate erstmal. Also für mich ist das, ich muss dazu sagen, ich mache das nicht in eine Box, sondern die Charaktermikrofone versuche ich dann immer schon so einzustellen vor Ort. Das heißt also, ich mache eine destruktive Entscheidung, treffe eine destruktive Entscheidung. Das heißt, ich kann nicht Apfel Z oder ich kann nicht zurück. Und das Erste, was ich mache, ist erstmal so oder so, egal bei welcher Mikrofontechnik, erstmal gaten. Das heißt, aus einem Noise Gate wird ein Groove Gate. Groove Gate ist wichtig, weil man erstmal Bassdrum und Snare Drum sozusagen rausschält. Also ich gate es erstmal so, dass nur Bassdrum und Snare Drum. Also zu 100% macht das Gate dann auch zu. Das Gate geht zu 100% zu, es macht nur und dann kommt erstmal der Verzerrer drauf oder der Überkompressor, was immer es ist. Und dann wird an der Länge gearbeitet, wie lange brauche ich die Bassdrum, wie lange brauche ich die Snare Drum. Und wenn das eingestellt ist, also aus wird ein bisschen länger, sagen wir mal. Und wenn ich jetzt quasi die Range wieder zurückdrehe, also diese 100% weggaten, dann langsam wieder reindrehe und zwar so laut, dass die Hi-Hat zwar zu hören ist, aber nicht in den Verzerrer reingeht oder nicht in die Zerrung reingeht. Ja. Hat man dieses, aber leise eben auch, also anstelle von, dann sind ja alle Achtel zu. Also wenn ich erst verzerre und dann gate, bringt das nichts. Ich muss erst gaten. Dann eben die Hi-Hat kontrollieren, die Länge kontrollieren und dann nochmal den Zerrer kontrollieren und dann ist eigentlich alles super. Ja, das war auf jeden Fall für mich gerade das Missing Piece, weil ich habe nämlich schon mal, wir haben die Aufnahmen ja gemacht und ich habe damit schon mal rumgespielt und habe gedacht, irgendwas machst du hier nicht richtig. Es ist cool, aber wie bei Moses hat es nicht geklungen irgendwie. Also das Gate, das Groove Gate quasi. Das Groove Gate ist wichtig, ja, vor dem Zerrer. Ja, okay. Wie gesagt, wenn man keinen guten Zerrer hat, sollte man es auch eher in einer Box machen, dann digital machen, dann ist es so und so egal und so. Aber der Weg ist immer erstmal das Signal kontrollieren, damit man es dann also verzerren kann und überkomprimieren kann. Und wenn es dann verzerrt ist, werden die Transienten ja weich. Das heißt, die Transienten selbst holst du dir dann wieder aus den Stützen, aus den Originalmikros, ne? Genau. Es geht ja um den Charakter, nicht um die Transienten. Transienten selber sind nur kurze, knackige Signale, sag ich mal, die sind ja wichtig. Aber die sind ja nicht für den Charakter zuständig. Ja, richtig. Absolut. Sehr, sehr geil. Also auf jeden Fall, das werde ich mit meiner Wurst gleich mal direkt ausprobieren und werde mal gucken, was da rauskommt. Ja. Faszinierender Einblick und definitiv eine Inspiration für meine nächsten Drumaufnahmen.
Der nächste Schritt ist dann logischerweise, dass man mit diesen echten Drumaufnahmen, also die so entstanden sind, dann auch wirklich mal in der DAW rumspielt. Und falls du jetzt schon richtig darauf Lust bekommen haben solltest, findest du im Premium-Bereich vom Recording-Blog einen Schwerpunkt, in dem ich extra für dich Aufnahmen mit der Wurst und anderen Aufnahmetechniken von Moses gemacht habe und diese vor der Kamera auch mal im Sinne von Moses mische. Klingt spannend? Dann melde dich gleich hier oben über den Link zum Premium-Bereich an. Nicht kostenlos, das gebe ich zu, aber definitiv auch nicht umsonst. Übrigens auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, nur dass ich es mal gesagt habe. Und falls das alles nichts für dich ist, du direkt in die Fader reingreifen möchtest, aber die Sache mit dem Noise Gate noch nicht so ganz klar ist, du noch ein paar Fragezeichen hast, dann schau als nächstes in dieses Video, da habe ich dir das alles im Detail nochmal erklärt. Da sehen wir uns dann, bis die Tage, mach's gut und Yassou!